Ja, ursprünglich haben wir schon vor 10 oder 12 Jahren einen Showtruck von Geiselwind. Tonis Truckbot LKW. Aber leider wurde der zerstört durch einen Unfall. Und dann kam eben letztes Jahr der Herr Fieber auf mich zu, hat mir das ein bisschen schmackhaft gemacht. Jawohl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal was Neues in die Welt zu setzen, eine neue Werbung zu fahren. Und daraus ist es entstanden, in Zusammenarbeit mit der Firma Fieber. Ja, dass wir uns auf LKW spezialisiert haben, Führerhaus, Sattelzug, Aufliegermaschinen. Unsere Halle ist so gebaut worden, dass wir speziell diese LKWs in Airbrush-Lackiertechnik gestalten können. Wir wollten einen Deutschlandverkehr, einen nationalen Verkehr und teilweise internationalen Verkehr auf den Hauptrouten, und da hat sich die Spedition Wolf, die war dann bestens dafür geeignet, die eben diese Routen abdeckt mit den anderen Autohöfen und an den Hauptrouten Werbung für uns fährt. Unser Hauptaufgabengebiet ist innerdeutscher Fernverkehr, überwiegend Komplettlagerungen für die Papierindustrie, Lebensmittelindustrie. Und da die Spedition Wolf, der junge Chef bei uns durch den Brummelclub Fränkische Schweiz, schon eine gewisse Bekanntheit da war, war für uns die Entscheidung natürlich relativ einfach, uns für die Spedition Wolf zu entscheiden. Ja, wir haben uns alle erst mal recht gefreut darüber, dass wir einen Zuschlag von der Firma Strofa und von der Firma Fieber erhalten haben. Für den LKW mit Zugmaschinen und Auflieger brauchen wir gut 10 bis 11 Wochen. Von den Kosten her waren wir am Anfang auch sehr erschrocken, erst einmal, dass es so teuer werden wird. Wir müssen es abschleifen, wir müssen die Airbrush-Lackierungen drauf gestalten, Klarlack lackieren, wieder zwischenschleifen. Aber nachdem wir dieses Konzept unseren Partnern vorgestellt hatten, konnten wir doch einige dafür gewinnen, und somit sind die Kosten gedeckt. Also als allererstes werden wir das Fahrzeug mit Silikonentferner mal reinigen. Schlösser, Lichter, die uns stören, werden abmontiert. Schleifarbeiten beginnen. Zeitgleich arbeiten die anderen Kollegen mit den Abdeckarbeiten. Was nicht lackiert wird, muss mit speziellen Lackierfolien abgedeckt werden. Nach den Schleifarbeiten gibt es Zwischenreinigungsarbeiten. Nach den Zwischenreinigungsarbeiten werden wir mit den ersten Grundlackierungen vom Design beginnen und dann Step by Step mit den Airbrusher zusammen die Motive kreieren, werden dann Hintergrundlackierungen ergänzen und bevor dann die Klarlackgestaltung beginnt, nochmal überprüfen, ob alles so perfekt ist. Wir schleifen jetzt circa eine Woche, bis er jetzt komplett so ist wie jetzt, und jetzt sind wir so gut wie fertig, die letzten Züge jetzt noch, und dann war's das. Wir haben die letzten 2 Wochen die ganzen Palettenkästen, die Staukästen, schwarz waren die geliefert, geschliffen, grundiert. Meine Leute haben dann den Füller in weiß grundiert, wie man jetzt schon alles sieht. Was natürlich verrückt ist bei Showtruck-Lackierungen, das sind die Abdeckarbeiten. Denn ein normaler Lackierer lackiert eigentlich nur die Fläche. Wir arbeiten ja schon bei den Abdeckarbeiten mit dem Design und müssen dann diese Arbeiten hier umsetzen. Damit dieses neue Führerhaus komplett geschützt ist, sind natürlich diese sehr aufwendigen Abdeckarbeiten wichtig, denn unser Design geht auch in die geöffnete Türe über.
Wir arbeiten jetzt 32 Tage an dem Truck. Wir haben gut 50 verschiedene Farbtöne, 55 schätze ich mal, oder vielleicht sogar 60 Farbtöne lackiert. Ein bisschen aufwendig oder überraschend war eine kurzfristige Änderung vom Heckteil dieser Zugmaschine, dem Actros, musste geändert werden. Wir hatten eigentlich schon mit einer ganz anderen Gestaltung, sprich Totenkopf war unser Thema, angefangen, musste kurzfristig geändert werden in sein Sponsorlogo. Das Sponsorlogo besteht aus einem Elefanten und diesen Elefanten mussten wir dann kurzfristig reinschieben und komplett umändern. Ist sehr überzeugend. Ich bin total überrascht von der Wucht, von der Masse, von der Größe her und von der Qualität des Airbrushes. Das, die zwei verschiedenen Seiten ist ja die Thematik von unserem Autohof. Einmal Autohof und einmal Eventzentrum, da wir sehr viele Veranstaltungen machen. Und man will für beide Seiten eine Message rüberbringen und das schaffen wir ja hiermit eben. Und dieses Gesamtprojekt bietet alles auf einem LKW, so muss man sagen. Die letzten 14 Tage haben wir Geisel-Wind-Schriftzug verfeinert, haben wir ein bisschen lustiger gestaltet, weil die Seite ist ja so mehr so die fröhliche, die beschwingte, die lockere Seite. Wir haben Pusteblumen integriert, die fliegen ja auch durch die Luft, wie die Wassertropfen von dem ganzen Design auf der Fahrerseite. Wir haben die Steinplatte vom Herrn Strohhofer mit dem 3D-Effekt gelöst. Wir haben auf der Beifahrerseite die Schrift mit den Scheinwerfern integriert. Wir haben Laserstrahlen noch eingebaut und der Kollege ist jetzt momentan gerade noch mit den Händen der Zuschauer beschäftigt. Firmenlogo haben wir auch schon angefangen. Das war so das, was wir die letzten 14 Tage umgesetzt haben. Die nächsten 14 Tage werden wir
die Musikseite noch ein bisschen heftiger machen. Mit Scheinwerfern, ein paar Spots werden wir noch einbauen, eine E-Gitarre noch ein bisschen verfeinern. Das wird so die Arbeit sein. Am Heckteil hinten haben wir noch nicht so viel vom Verkehrszeichen gelöst. Das werden wir umsetzen. Dann werden wir noch zwei, drei Schmetterlinge noch hier auf die gemütliche Seite, sage ich mal, integrieren. Das wird so unser Job sein. Dann wird zwischengeschliffen für die Klarlacklackierer vorbereitet, abgeblasen, gereinigt. Das werden die nächsten Arbeitsschritte sein. Also mit den Händen da jetzt schon anderthalb, zwei Wochen rum. Von den Stunden circa 470 bis 480. Geil, mehr kann man dazu nicht sagen. Fantastisch, der Klarlack bringt es nochmal richtig raus. Spitzenarbeit. Ich glaube, dass nicht viele davon wissen, dass Geiselwind einen eigenen Showtruck hat. Und dann wird das Hallo groß sein. Hände sind feucht, Nervosität ist da, jetzt wird Zeit. Wir haben lange noch gewartet.